bedanken. Zuerst möchte ich mich bedanken, dass ich aus Sicht der Ärzteschaft kurz zu dem Gesetz Stellung nehmen kann. Natürlich kommt zuerst die doppelte Freiwilligkeit, das, was ja auch am ehesten unter Beschuss ist. Trotzdem ist die Ärzteschaft klar der Meinung, dass diese doppelte Freiwilligkeit für die Akzeptanz wichtig ist, vor allem bei der Einführung des Gesetzes wichtig ist, weil dieser Nutzen in erster Linie eben nur dann erkannt wird, wenn eben die Akzeptanz auf beiden Seiten da ist und man nicht einen Zwang für ein solches Dossier ausübt, wenn es das Gesetz eingeführt wird. Es soll nicht an Bedingungen geknüpft sein, das ist wichtig, um eben dieses Vertrauen auch zu erhalten. Das lässt sich auch durch technische Mittel nicht wegdiskutieren, dieses Vertrauen braucht es, um eben ein solches Patientendossier zum Durchbruch zu verhelfen. Da sind wir schon bei diesem Vertrauensverhältnis. Es ist wichtig, dass eben die Beziehung zwischen Arzt und Patient weiterhin auch mit einem solchen elektronischen Dossier gewährleistet ist. Und dabei ist es auch wichtig, dass diese Patientenidentifikationsnummer, die am Anfang bei der Legiferierung immer wieder ein Diskussionsthema war, eben nicht der AV-Nummer entspricht, weil das eben auch Vertrauen schafft und eben diese gewisse Sicherheit gibt. Und selbstverständlich kein Zugriff für Versicherer auf dieses EPD. Auch das ist entscheidend und ganz wichtig. Und die Ärzteschaft hat auch dafür oder wird sich dafür einsetzen. Das EPD muss ein sinnvolles Mittel sein, um die Patientenbehandlung zu unterstützen. Es ist vorher bei der Einführung das Wort gefallen, bessere Behandlung. Es wird nicht eine bessere Behandlung geben durch dieses EPD, aber es wird eine effizientere Behandlung möglich sein, es wird weniger Doppelspurigkeiten geben, wenn man dieses Dossier wirklich nutzt. Es ist auch klar, dass in erster Linie das Dossier für den Patienten einen Nutzen bringt und deshalb ist es auch wichtig, dass der Nutzen für die Ärzteschaft und für die Behandlung dann aufgezeigt wird. Es ist auch extrem wichtig, und Herr Wettbewerb, die von der PharmaSwiss, wir haben das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gegründet, diese IPAG, diese Interessengemeinschaft, die sich eben mit den Inhalten dieses Patientendossiers befasst. Und da ist es wichtig, dass alle Stakeholders, die schließlich an diesem EPD beteiligt sind, sich untereinander genau absprechen und auch miteinander diese Inhalte definieren. Und dann kommt die technische Umsetzung. Aber wichtig ist es, dass wir untereinander diese Inhalte miteinander abgesprochen haben. Sonst bringt dieses Dossier keinen Nutzen. Die richtigen gesetzten Anreize, das wurde bereits schon erwähnt, die sind natürlich ganz wichtig, um diesem EPD zum Durchbruch zu verhelfen. Und es ist wichtig auch, dass für die Ärzteschaft dieses EPD eben die richtigen Anreize gesetzt werden, dass dieses EPD wirklich zum Fliegen kommt. Es ist nicht so das Problem, dass die jungen Ärzte hier nicht mit diesen Instrumenten arbeiten, aber die Generation der älteren Ärzte, es ist ein Demografieproblem unter der Ärzteschaft, müssen eben unterstützt werden, dass dieses EPD geführt werden kann. Im idealen Fall wird es dann so sein, dass eben diese elektronische KG ganz wichtig eben zuerst da sein muss und dann quasi als Abfallprodukt dieser elektronischen Krankengeschichte dann das EPD geführt werden kann. Es macht keinen Sinn, in dieses EPD einfach alles hineinzupacken, was es an Informationen gibt, sondern es sind eben die behandlungsrelevanten Daten, die dort vorhanden sein müssen. Da bin ich auch schon am Schluss fast angekommen. Es braucht eben genau diese flankierenden Maßnahmen. Es braucht eben eine Förderung dieser und Stärkung dieser Primärsysteme, die Voraussetzung sind, dass ein elektronisches Patientendossier dann geführt werden kann, ohne eben diesen doppelten Aufwand, den Herr Stromer genannt hat, mit Papier und digital. Sondern dann kommt es aus ohne Medienbruch aus einer Hand. Und da ist es wichtig, dass diese Primärsysteme gefördert werden,
die Migrierbarkeit der Daten gesichert ist und auch Open Standards da sind, damit das zum Fliegen kommt. Ganz zum Schluss noch ein Wort zum Datenschutz. Auch hier schließt sich der Kreis, gerade weil es eben diesen hundertprozentigen Datenschutz nicht gibt, das ist uns bewusst, wir machen uns da keine Illusionen, ist eben auch diese doppelte Freiwilligkeit wichtig, um dieses Vertrauensverhältnis Arzt-Patient nicht zu gefährden. Es muss möglich sein, dass jemand eben ein Dossier oder gewisse Daten, die in das Dossier kommen, nicht will, und es muss auch der Arzt die Möglichkeit haben, den Patienten in diesen Bereichen zu beraten. Deshalb vom Datenschutz her auch hier wieder sollte man nicht jemanden von Anfang an, wenn ein solches Gesetz in Kraft tritt, zwingen, ein solches Dossier zu führen, wenn es eben auch die Möglichkeit gibt, den Patienten hier frei zu entscheiden. Das wären meine Bemerkungen. Vielen Dank.